Was magst du am allerliebsten an dir? Meine Brüste. Obwohl, nein, stopp, 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 meine Pussy. Was magst du am allerliebsten an dir? Wow, das ist sowas, finde ich, eine anstrengende Frage. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Jetzt körperlich oder? Oder innerlich. Wie du magst. Meine Augen. Könnte alles sein. Meine Lippen. Meine Hände. Die mag ich. Ich mag mein Gesicht. Mein Gesicht? Mein Gesicht. Besonders mit meinen Schönheitsflecken. Am allerliebsten. Mein Arsch. Ganz ehrlich, es wechselt. Manchmal liebe ich meine Personalität, manchmal hasse ich die, keine Ahnung. Mein Aussehen mag ich nicht besonders und manchmal bin ich total in mich selber verliebt. Es gibt Tage, da finde ich, habe voll den geilen Ass, und es gibt Tage, da finde ich, habe voll die nette Persönlichkeit. Und an manchen Tagen hast du einen netten Ass und eine nice Persönlichkeit. Und das sind die Tage, die wir brauchen. Gut, dass ihr mich heute angefragt habt. And it went like... Mein Booty. So, mein Freundeskreis bin ich auch der mit der dicken Kiste. Mein Po. Tatsächlich. Wobei ich lange gebraucht habe, ihn zu mögen. Und dass ich das jetzt heute mal so sage, ist schon was Besonderes. Wie fandst du früher deinen Po? Also dadurch, dass halt von außen immer kam, dass der zu dick ist, zu fett ist und so weiter, war das halt für mich immer so, dass ich das, ja, das als die Wahrheit hingenommen habe. Das muss ja so sein, wenn sie da sagt. Aber irgendwann habe ich verstanden, dass das halt zu mir dazugehört. Und mein Freund, sag ich mal, findet es jetzt nicht unbedingt schlecht. Seitdem ich ein Tattoo auf dem Po habe, mag ich meinen Po sehr gerne und stehe sehr oft vorm Spiegel und gucke mir meinen Po an. Was ist das für ein Tattoo? Ich habe so zwei ganz große Pfingstrosen, also auf jeder Pobacke eine. Und ich mag meine Tattoos sehr gerne, weil ich schon immer so aussehen wollte und da arbeite ich dran. Und ja, mag ich sehr. Was ist dein Lieblingstattoo? Die Glühbirne auf meinem Hinterkopf. Meine Brüste. Obwohl, nein, stopp, 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 meine Pussy. Erzähl, warum? Einfach, weil ich eine habe und keine Ahnung. Ich hatte 2018 die angleichende Operation gehabt, die erste. Das fühlt sich einfach richtig an. Und dieses Jahr im April hatte ich meine Korrektur-OP gehabt. Und ja, es ist mega geil. Es ist mega nice. Ja, ich liebe es. Was magst du am allerliebsten an dir? Oh, die meckern alle mit mir. Was soll ich dann noch schön finden? Das Leben eigentlich allgemein so. An mir selber, weiß ich gar nicht, was ich da an mir schön finde. Ich mag meine Sommersprossen am liebsten. Gibt es etwas an dir, was du früher überhaupt nicht mochtest und jetzt gerne magst? Meine Sommersprossen. Wenn wir körperlich reden, dann mag ich meine Behaarung sehr gerne. Davor habe ich mich doch sehr unterworfen gefühlt von dem öffentlichen Bild. Da darfst du nicht behaart sein, das muss rasiert sein, stutze dies, der Trend ist jenes. Das hat einen Moment gedauert, bis ich gesagt habe, das bin ich. Ich muss mich nicht andauernd verstellen für euch. Ich fand meine Beine früher immer zu fett. Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich die Beine habe, weil ich relativ gut hoch und weit springen kann. Ich bin Handballtorwart und dafür ist das tatsächlich ziemlich wichtig. Außerdem habe ich schöne Waden. Das war mir früher nie klar. Meine Haare. Die machen einfach, was sie wollen. Ich habe sie angefangen zu lieben. Und sehr oft gerade von älteren Frauen höre, dass sie mich für meine schönen Haare und Locken beneiden. Also früher habe ich sie gehasst. Und ich wollte immer, dass sie so aussehen wie die von meinen Freunden. Die typische Klischee-Story leider, wenn man mit Afrohaaren in Deutschland aufwächst. Und jetzt bin ich sehr zufrieden mit denen. Meine polymorphe Lichthematose in meinem Gesicht, also die bunten Flecken, das sind keine Sommersprossen, das ist eine Hautkrankheit. Ich mal mir das nicht auf, ne? Und damals fand ich das immer blöd, weil ich glaube, gerade wenn man jünger ist, will man vor allem in die Masse passen. Und jetzt schätze ich das an mir, was halt eben genau das nicht tut, sondern hervorsteht. Was ich am allerliebsten an mir mag, würde ich mittlerweile tatsächlich meine Augenpartie sagen. Ich habe kein Pokerface und an meinen Augen kannst du immer sehen, was ich jetzt gerade eigentlich von dir halte. Oder von der ganzen Situation. Und das dadurch, dass meine Monobraue das erste war, wo ich mich dazu bewegt habe, endlich mal zu mir zu stehen. Einfach zu sagen, fuck it, ich sehe jetzt so aus, wie ich geboren wurde und das so
mein Ding jetzt so. Also ich kann dir ganz viele Sachen aufzählen, die ich nicht mag, oder es kommt darauf an, wie die Beleuchtung ist. Nein, 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 nein. Das machen wir überhaupt nicht. Aber manchmal gibt es ja auch eine Schokoladenseite, ne? Hast du die? Ja, ich glaube, das ist die rechte Seite. Also am Körper oder als Personality? Oberflächlich gesagt, meine Boobs. Nicht oberflächlich gesagt, mein Hirn. Fühle sehr intensiv. Das mag ich an ihr. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Schwäche und eine Stärke, wenn man sensibel ist. Ich glaube, ich bin sehr sensibel. Wann ist das eine Stärke? Ich glaube, es ist eine Stärke, wenn man empathisch sein will und wenn man für Freunde da sein will. Oh Gott, das heule ich schon. Dass ich Menschen emotional schnell erreichen kann. Also, dass ich mich dann immer versuche, in ihre Situation reinzuversetzen und sie zu verstehen, was gerade durch ihren Kopf geht, um mich mehr mit ihnen connecten zu können. Am allerliebsten an mir mag ich, dass ich so gut lieben kann. Also ich habe einfach richtig viel Liebe für ganz viele Menschen. Dass ich ein sehr offener Mensch bin. Ich glaube, ich begegne allen Menschen, denen ich begegne, außer Nazis, mit sehr viel Offenheit und Empathie. Dass ich weiß, was ich will und das dann auch sehr zielstrebig verfolgen kann. Ich würde sagen, dass ich loyal bin. Dass ich mich sehr schnell für Dinge begeistern kann. Meine Art, wie ich mit Menschen umgehe. Ich glaube immer daran, du sollst Menschen so behandeln, wie du behandelt werden möchtest. Ich mag, dass ich so ein bisschen geheimnisvoll bin. Ich verrate das auch ungern. Ein bisschen Mystery. Also so vom Charakter her mag ich, dass ich sehr ruhig bin und Leuten gut zuhören kann. Ich bin ziemlich extrovertiert. Ich glaube, ich mag das ziemlich gern, weil es mir dann leicht fällt, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Dass ich mit mir und mit anderen sehr geduldig bin. Ich mag, dass ich mich selbst bin, dass ich laut bin, dass ich immer was zu sagen habe. Ich möchte immer meinen Eindruck irgendwie hinterlassen. Also es gibt eigentlich wenig, was ich nicht mag. Ich habe mich mit mir abgefunden. Also ich könnte... Jetzt gehe ich direkt aufs Negative. Nee, das machen wir nicht. Ich glaube alles mittlerweile. Das war früher nicht so und jetzt finde ich mich doch ganz gut so. Vielleicht würde ich mich sogar daten. Das Gute ist, ich könnte mich dann auch nicht ghosten. Also von daher wäre das ein Match. Ich mag meinen Humor ganz gerne. Vielleicht meinen trockenen Humor. Das darf man nicht sagen. Das ist so, wie wenn Leute sagen, ich bin so ironisch. Ich spreche fließend Sarkasmus. Mein Witz, mein Lachen ist, glaube ich, auch ganz cool. Ich glaube, mein Lachen, darauf bin ich oft angesprochen, dass ich irgendwie so eine sonnige Ausstrahlung habe. Mein Lachen. Weil ich muss ständig lachen. Da muss ich das ja irgendwie mögen, oder? Ich finde mich selber mittlerweile einfach in Ordnung lustig und denke mir auch ganz oft, dass Situationen deutlich erträglicher sind, weil ich über mich selber lachen kann und über all die Dinge, die mir halt im ganzen lieben langen Tag so unangenehm auch passieren. Und wenn ich den Humor nicht hätte, dann wäre so ein riesiges Stück Persönlichkeit, glaube ich, nicht da. Dass ich so viel blöde. Das merke ich. Ja, und manchmal muss ich halt auch was verulken, weil es halt zu hart kommt. Ich möchte meinen Mitmenschen auch nicht unbedingt zeigen, wie dreckig mir das eigentlich ab und zu manchmal geht. Ich denke mal, es wird jeden von uns so gehen. Wie geht's dir jetzt? Ja, jetzt geht's mir relativ gut. Ich mag es, dass ich irgendwie schon immer sehr bei mir war und auch gerade in der Zeit der Pubertät, wo man vielleicht merkt, man verändert sich und man guckt viel auf die anderen, habe ich irgendwie wenig an mir gezweifelt. Meine offene Art und dass ich so laut bin, weil ich das voll lange nicht mochte. In der Schule dachte ich immer, das wäre was Blödes, weil ich die ganze Zeit rausgeflogen bin und so. Und auch als Frau dachte ich, das wäre irgendwie nicht so das Bild, wo man, also dem man entsprechen soll. Man soll irgendwie ruhig sein und brav und so. Und man ist nicht in der Position, die Witze zu machen in der Klasse. Also jetzt studiere ich Schauspiel. Das ist das größte Geschenk für mich, dass ich laut bin. Mein Selbstbewusstsein. Ich bin die Person, die ich immer sein wollte. Als ich früher jünger war und in irgendwelchen, vor allem auch Arbeitssettings war, habe ich immer so Menschen, die so einfach souverän, selbstbewusst irgendwo reingekommen sind. Das waren die Menschen, die ich so toll fand. Und heute bin ich genauso. Am allerliebsten an mir mag ich meine positive Art. Also ziemlich viele Leute sagen, dass ich sehr glücklich immer wirke und sehr positiv. Ich habe schon sehr, sehr viele beschissene Sachen erlebt. Ich schaffe es irgendwie immer, das zum Positiven zu wenden und meinen Vorteil rauszuziehen und ja, einfach positiv zu bleiben, aber trotzdem auch schlechte Gefühle zuzulassen, also so traurig zu sein und trotzdem auch wütend zu sein, aber ich bin trotzdem die meiste Zeit glücklich einfach. Ich glaube, dass ich einfach
mich nicht abbringen lasse von Sachen, obwohl mir alle Leute sagen, dass es nicht geht oder dass es nicht mehr zu schaffen ist. Also jetzt auch in Bezug auf die Klimakrise. Ich werde halt immer weitermachen, egal was passiert. Ich glaube, ich bin hartnäckig. Ich würde sagen, ich mag am liebsten von mir, dass ich nie aufgebe. Ich habe sehr, sehr lange mich schlecht gefühlt, war irgendwie sehr zutiefst traurig und habe aber irgendwie nicht aufgegeben und habe Verrücktes und Absurdes und Dummes auch gemacht. Aber irgendwie habe ich dann einen Weg gefunden, um mich wieder zu fangen. Dass ich eigentlich immer einen Grund finde, weiterzumachen irgendwie. Also bei all den Dingen, die ich erlebt habe, ist es schon krass, dass ich das irgendwie alles geschafft habe und ja. Was meinst du zum Beispiel? Ich habe Depressionen, seit ich 13 bin. Ich habe Borderline und ADHS. Ich habe viele Mobbing-Erfahrungen gemacht, aber habe es am Ende trotzdem irgendwie immer geschafft, einen Grund zu finden, weiterzumachen. Und ich bin froh, dass ich inzwischen verstanden habe, dass ich der Grund sein kann. An mir insgesamt am schönsten, glaube ich, finde ich aber, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich mich nicht mehr verstellen möchte. Ich habe mittlerweile so den Punkt erreicht, wo ich einfach mir denke, so, who the fuck cares? Viele Leute mögen mich, wie ich bin, weil ich bin, wie ich bin und weil ich das auch auslebe. Und das finde ich an mir am schönsten. Lass mal bitte in den Kommentaren so ein bisschen Self-Love spreaden und schreib mal da rein, was du an deinem Körper mega gerne hast. Und hier kommt ihr zu einem Video von Auf Klo mit Mushtari, denn sie erzählt, was sie an ihrem Körper mal überhaupt nicht gerne mochte und jetzt aber schon, zum Beispiel ihre Körperbehaarung.